Hallo und herzlich willkommen zu Veronika Seelenzauber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute würde ich einfach mal gern über das göttliche Timing und Zeit und Raum und all die wundervollen Dinge reden und warum Ungeduld einfach nichts bringt. So, Zeit und Raum ist eine Illusion, ja. Warum kannst du dir jetzt wahrscheinlich fragen, ja, wenn das eine Illusion ist, warum kann ich dann nicht jetzt schon das alles machen oder haben, was ich will? Warum muss ich da jetzt erst irgendwie Herausforderungen überstehen und warum ist das dann nicht jetzt schon alles da? Weil du schlicht überfordert wärst, wenn das jetzt schon alles da wäre. Weil du brauchst ja eine gewisse Zeit, um dich zu entwickeln, um stärker zu werden, um selbstbewusster zu werden, um sicherer zu werden, um vollkommen ins Vertrauen zu kommen. Und so, und sag mal, die Geschenke kommen dann nach und nach und werden ja immer mehr. Und du hast deinen bestimmten Lebensweg, der ist vorhergesehen, der ist quasi in Stein gemeißelt. Und die Eckpfeiler werden kommen, die wichtig für dich sind. Die kommen so oder so, aber die kommen halt genau dann, wenn es für dich richtig ist. Und da kannst du auch nicht irgendwas beschleunigen oder herbeiwünschen oder... Geht nicht. Die Eckpfeiler quasi, also ich sag einmal, gewisse Dinge passieren einfach im Leben oder die sind einfach vorgesehen, dass bei dir passieren und die kommen. Aber die kommen, wenn du soweit bist. Und bis dahin heißt es einfach weitergehen und die Geschenke sehen und beachten, die jetzt schon auf dem Weg liegen. Weil oft ist man mit dem Kopf irgendwo in der Zukunft und denkt sich, boah, da möchte ich gern hin und das war mein Traum und weiß der Geier was. Aber während du dann da im Kopf irgendwo bist, verpasst du die ganzen Geschenke, die du hier schon kriegst. Und das sind wundervolle Geschenke und Augen auf. Augen auf. Achtsam sein. Der Weg ist das Ziel. Jeder Tag der Entwicklung, jeder Moment ist pure Magie. Jeder Moment Leben ist wundervoll, weil du dir selber zuschauen kannst, wie du dich weiterentwickelst und weiterentwickelst und immer mehr zu dem wirst, was vorgesehen ist für dich. Und das lebst du jeden Moment immer mehr. Und du beendest Zyklen, es ging dann wieder nein los, es gibt keinen Anfang und kein Ende, das ist eins. Und da einfach mal die Zeit außen vor lassen, weil Zeit setzt dich unter Druck, Zeit macht Stress, vergiss einfach mal die Zeit. Hol dich in den Moment zurück, leb jeden Moment, genieß jeden Moment, weil jeder Moment so wertvoll ist und in jedem Moment liegt schon ein Geschenk. Und dann schau dir die Geschenke an, die bereits auf deinem Weg liegen, schau an, wie weit du dich schon entwickelt hast in der letzten Zeit und dann vertrau darauf, dass das weitergehen wird, dass du weitergehst, weil du es ja tust. Und dann vertrau darauf, dass da wieder andere Dinge kommen und neue Dinge kommen. Weil es geht immer weiter. Ja, es werden ja wieder neue Herausforderungen kommen, aber das ist gut so. Und die wirst du genauso bewältigen wie alles, was du schon bewältigt hast, weil du stark bist, weil du König oder Königin bist. Und du hast es bis hierhin geschafft. Dann schaffst du das Weitergehen locker. Sag, es wird immer einfacher. Lass dich nicht von deinem Verstand da irgendwie in die Ungeduld drängen. Geh geduldig deinen Weg. Du kannst es und du bist so stark und so mutig, dass du die weiteren Schritte tun kannst und aktiv werden kannst und schau einfach, was das Leben dir dann bringt. Lass dich überraschen vom Leben. Mach das Leben spannender, als wenn man da irgendwie alles wissen will und überraschen. Lass dich überraschen. Es wird wundervoll. Also geh geduldig deinen Weg weiter. Vergiss einmal die Zeit und vertrau darauf, dass alles zum richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Personen, zum richtigen Zeitpunkt geschehen wird.
Nämlich genau dann, wenn du so weit bist. Und da dräng dich nicht selber, setz dich da nicht selber unter Druck. Du hast dein persönliches Timing und das darfst du so leben, wie es dir gut tut. Und der Rest geschieht. Lass geschehen. Insofern, ein wunderschönes Restwochenende, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Besucht mich auch auf Facebook, die Seite ist unten verlinkt. Ansonsten persönliche Readings wie immer unter seelenzauber@mail.de. Ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten. Tschüss!